Was geht, meine Damen und Herren? Willkommen zu einem weiteren Part von Mario Odyssey, meine Damen und Herren. Ich brauche auf jeden Fall irgendwas wie eine Uhr, damit wir auch jederzeit gucken können, wie lang der Part auch geht, dass ich auch keine viel zu langen Parts mache. Muss das mal einrichten. So, wo sind wir denn hier? Wir sind doch hier in New Donk City. Ich hoffe, den Weg in die Stadt, vergiss es, viel zu gefährlich. So, wir könnten hier gleich runterrutschen, aber eigentlich würde ich jetzt erstmal gerne gucken. Die hat doch irgendwas zu sagen, was ist das für eine? Hallo? Pauline! Tut mir leid, aber leider gerade gar keine Zeit für einen Plausch. Ich muss einen Weg finden, meine Stadt zu retten. Seit dieses Ungeheuer hier einfiel, ist meine Stadt im Chaos versunken. Als ob Pauline jetzt die Bürgermeisterin ist. Dann war es auch noch so dreist, in der gesamten Stadt Ankündigung für seine Hochzeit anzubringen. Wie geschmacklos. Ist halt echt so. Soll das. So. Auch hier ist schon der erste Checkpoint am Stadtrand. Hier gibt es ganz schön viel fies anstehendes Krabbelgetier. Alter, was seid ihr denn für Viecher? Moment. So, weiter geht's. Was seid ihr eigentlich für Viecher? Mann, warum? Na, es ist ein bisschen schlecht, dass wir jetzt schon wieder kurz vorm Tod sind. So, hier ist ein City-Roller. Okay. Beschleunigen. Ah, cool. Ja, als ob hier auch noch Panzer sind. Ich war cool, dass man hier auch einen Roller fahren kann, aber was bringt mir der? Alter, ich glaube nicht, dass ich da mit dem Roller hin sollte. Ich weiß auch gar nicht, wofür ich den überhaupt brauche. Wofür brauche ich den überhaupt? Ich sehe hier absolut gar nichts. Aber vielleicht ist auch hier überhaupt nichts. Vielleicht ist hier auch erstmal nichts. Also der Roller, der ist mir echt sinnlos. Huh. Sorry, aber der macht mit. Ja, ich bin super skillig in dem Spiel, ne? Super. Finde ich super doll. Wie viel Skill ich wieder hier beweise. Ey, wofür ist jetzt der Roller da? Jetzt mal ohne Witz, das interessiert mich jetzt mal wirklich. Aber vielleicht ist es auch später. Diese Stelle ist echt total geschmacklos. Aber ich kann hier schon mal Sachen kaufen. Servus. Okay, bla bla bla. Ah, da ist ein Mond. Ihr habt Ganoven-Outfits. Ich habe leider keine 100 Münzen, deswegen kann ich hier auch nichts kaufen, wenn ich ehrlich bin. Bauarbeiter-Outfit, Cityland-Sticker, Pauline-Statue. Hm. Ja, aber wir halten die Hochzeit auf. Keine Sorge, vielleicht kann man bis dahin auch gar keine richtigen Monde kriegen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall müssen wir hier 20 Stück kriegen, also. Und ich sehe bis jetzt gar keins. Also ich sehe bis jetzt gar keinen einzigen Mond. Aber gut, wir sind noch am Anfang, also. Was soll ich denn großartig erwarten? Alter, das war schon wieder knapp. Was ist denn da los? Ich sehe doch hier hinten irgendwas, in der Gasse. Aha, was ist hier? Oh, lol. Im Inneren ist ein Stahlträger. Ist ja gut, dann haben wir schon den ersten Mond. Okay. Und hier ging es ja irgendwo in der Gasse rein, genau.
Sind wir hier überhaupt? Kann ich hier rein? Ich glaube nicht. Man kann glaube ich nicht überall rein. Alter, chittere Baseman. Ich kann euch nur töten, okay? Ich kann euch überhaupt gar nicht übernehmen. Alter, was macht der? Mann, was macht der Typ? Oder nur das alles hier. Alter, beruhig dich. Scheiß Fliegen, Mann, was auch immer ihr seid. Ich will mich hier rumgucken und ich kann das nicht mal. Das ist nicht richtig, weil mir immer irgendwas dazwischen kommt. So Kackdinger hier. Und hier ist doch irgendwas, oder nicht? Oder doch, oder... Ich würde dich gerne übernehmen, du nervst einfach. Na guck mal, die Dinger kannst du kaputt machen. Ich fahre jetzt einfach mit dem Panzer dahin. Weil die Panzer gehen mir nämlich auf den Sack hier. Oh, ihr Affen. Kann ich auch schneller mit dem fahren, oder? Geht das nicht? Ich glaube nämlich, wir sollen mit dem Panzer fahren irgendwie. Und hier ist doch irgendwas. Ey, ihr Viecher geht mir so auf den Sack, ne? Das ist... Okay, wir können hier hoch. Aber doch bevor will ich hier trotzdem weiter gucken. Ah, hier, guck mal. Aha! 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 Wobei, wir können auch hier Wandsprünge machen, genau. Ja, hier ist doch ein Mond. Also Servus, inmitten von Stahlträgern. Und hier kann man doch auch irgendwie hoch. Oder zumindest weiß ich jetzt nicht wie. Ist ja auch egal jetzt erstmal. Ich denke nicht, dass es hier irgendwas weiteres irgendwas gibt. Wir können uns das später irgendwann gucken. Ich glaube, wir können diese Treppe benutzen. Ja, müssen wir auch. Tatsächlich müssen wir das sogar. Ich glaube, hier ist noch ein Mond. Ich glaube zumindest. Oder wenigstens wieder Münzen. Als ob. Ach, da müssen wir wohl legit lang. Na ja, gut, da sollte man legit lang und hier sehen wir doch schon wieder den Mond. Der aber echt nicht schwierig ist. Der ist halt echt nicht schwierig. Der ist halt übelst geschenkt. Schwing in der Brise. Na gut, wir haben den wenigstens. Immerhin. Der war halt übelst geschenkt, ne, wenn ich ehrlich bin. Hier sind nochmal drei lila Münzen. Auf jeden Fall, ich glaube, diese Welt hier, oder gesagt, ja, dieses Level hat auf jeden Fall ziemlich viele
Monde, bestimmt. Also wenn wir jetzt schon 20 davon einsammeln müssten, wird es hier einfach sehr viele geben. So, wir sind jetzt nämlich hier im Rathaus. Wie komme ich denn da ran? Okay, von oben irgendwie. Ich habe, glaube ich, 3 Leben, deswegen brauche ich das nicht machen. Hier sind viele Aufzüge. Alter, beruhig dich. Warte mal. Was ist denn hier? Okay, ich dachte eigentlich, dass ich da irgendwie ins Fenster rein kann, aber scheinbar nicht. Schade eigentlich. Aber ihr seht schon, wenn wir hier nämlich bei dem linken Ding da reingehen, müssten wir eigentlich zu diesen lila Münzen kommen. So, wir haben sie. Verpisst euch einfach. Fuck. Ah, zum Glück wächst das wieder hier. Oder respawnt das nochmal. Das ist super. Das ist wirklich sehr, sehr hilfreich. So, die will ich auf jeden Fall haben. Sehr schön. Warte mal, ist hier irgendwas? Nee. Sicher? Da, nee, okay, ich dachte schon, es wäre ein Mond, aber ist es nicht. Hier sind nochmal 2... Ah, okay, das ist ein... Das ist ein Pfahl. Da können wir nämlich da runterrutschen. Ja, und dann müssten wir eigentlich ja easy, ohne Probleme irgendwas machen können. Ich will schneller klettern, genau. So, verpisst euch. So. Ich habe keine Ahnung, wie ich das dazu gemacht habe, aber wir sind jetzt hier. Da ist ein Mond. Das ist cool. Alter. Ja gut, wobei das ist unser Standard-Sprung, den mache ich ja jedes Mal. Der ist einfach cool, mit dem können wir alles erreichen. So. Seht schon selber, wie wichtig dieser Sprung ist. Oder zumindest, der rettet mir immer meinen Arsch. So. Was ist denn hier jetzt? Zack. Ach ja, ich wollte ja noch... Ja, ich gucke jetzt erstmal noch eine wichtige... Oder eher gesagt, eine Funktion wollte ich noch mit euch... teilen. Und zwar konnte man hier auch Snapshot-Fotos machen. Man kann auch hier Fotos machen, indem ihr bei diesem linken Joy-Con nach unten drückt. Nicht mit dem mit diesen Pfeiltasten da. Filter wechseln könnt ihr auf jeden Fall noch verschwommen machen. Ihr könnt es sehr verschwommen machen. Sepia, Schwarz-Weiß, Kontrast, Zoomburst, Fischaugenobjektiv, Pastell, Silhouette, Comic. Das ist halt echt cool, da könnt ihr so... Könnt ihr auf jeden Fall ausprobieren, wie ihr es wollt. Wie ihr lustig seid. Bleistiftbezeichnung, monochromatisch, NES. Ist ja cool, Alter. Na, so, da haben wir eine Aufnahme gespeichert. Direkt den nächsten Filter. Ihr könnt es auf dem Gameboy technisch machen. Ihr könnt es SNES technisch machen. Und das ist ohne Filter. Das ist echt cool, auf jeden Fall, die Funktion. Ich wollte es euch einfach nochmal zeigen. Ich denke, das ist eine coole Funktion, auf jeden Fall. Aber ich werde die, glaube ich, nicht oft einsetzen. Weil ich einfach generell sowas wie Fotos nicht mache. Aber
lässt sich auf jeden Fall Freiraum. Jeder, der es mag, kann es machen. Ich find's cool auf jeden Fall, dass so eine Funktion im Spiel ist. Wir sind immer noch nicht hoch genug. Ich find's cool auf jeden Fall. Ist jedem seine Sache, ob er es machen möchte oder nicht. Es stört ja keinen, wenn die da ist oder... Die haben es ja auch jetzt nicht, das Spiel haben die auch zum Glück deswegen auch nicht schlechter oder so gemacht. Das ist einfach trotzdem genauso gut. Nur, dass es jetzt mit dieser Funktion ist, was einfach cool ist. Eine coole Funktion. Warte mal, da könnte doch irgendwo irgendwas sein, oder? Na gut, hier wird nichts sein, meine Damen und Herren. Achso, hier konnte man Wandsprung machen. Aha. Ist da sonst noch irgendwas Cooles? Ich glaub nicht. Servus. Wie kommt es so vor, als würde dieses Ungetüm die ganze Energie absorbieren und woanders hinleiten? Ja, aber nicht mit mir, Fräulein. Oder mit mir, Freunde. Okay. Panzer können wir übernehmen. Machen wir auch. So, jetzt müssen wir einfach auf die schießen, oder? Ja, einfach auf die, die wir noch nicht abgeschossen haben. Bleibt nur noch das übrig. Gut. Das ist unsere Chance. Schieß. Ah, okay. Einfach nur schießen jetzt, oder wie? Gute Arbeit. Du bist aber nicht tot, oder? Ah, jetzt ist aber aggressiv. Wo kommst du denn jetzt her? Nein, 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 nein. Du greifst mich sicherlich nicht an, du Arsch. Komm her. Nee, 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 nee. Na, kann ich dir jetzt auch mal angreifen? Boah, die bleiben auch extra stehen, die Idioten. Das sind aber auch selber Vollidioten. Hä? Warum konnte ich die jetzt kein Damage machen? Ich will euch Damage machen, also. Achso, jetzt sind noch die übrig. Sterbt! Ah, jetzt kann ich euch Damage machen bis zum Gegner. Bam, Alter! Viech! Guck mal, schon wieder ein Multimode. Das ist einfach, kriegt sich so in den Arsch geschoben hier in der Story. Das ist einfach krass. Ihr bekommt einfach so viele da rein. Das ist super. Neo Donk City's Ungezieferproblem. Ein Neuanfang für die City, oh yeah. Oder ist Pauline? Wir sind dieses grauenhafte Käferdings los und das Wetter ist wieder schön. Leider scheint Bowser in dem Aufruhr entkommen zu sein. Wir sollten uns an seine Fersen heften. Wir haben noch nicht genug Monde. Gehen wir doch noch welche in der City suchen. Ja, jetzt müssen wir uns hier auf jeden Fall richtig rumgucken. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, wirkliche Monde zu kriegen, ne? Also, damit das schon mal klar ist. Und hier ist doch schon wieder was.
Wie komme ich nur an dich ran? Psst. Geheimer Trägertunnel, ja, saugeheim. Ich hab den Mond gar nicht gesehen. Na gut, Freunde, aber ich würde sagen, das war's erstmal für diesen Part. Werde auch erstmal vorerst aufhören. Ich habe jetzt auch nur einen Part jetzt gemacht. Ist jetzt auch nicht viel. Wir haben jetzt nur diesen Part zumindest gemacht. Auf jeden Fall habe ich noch einen Ausschnitt, den ich euch noch hier zeige. Deswegen war es noch nicht ganz. Jetzt zeige ich euch noch. Aber von meiner Seite ist es auf jeden Fall morgens nichts mehr. Tschüss. Ihr kriegt jetzt auf jeden Fall noch den Ausschnitt. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt Tschüss gesagt habe. Deswegen sage ich es jetzt. Morgens nichts mehr. Tschüss. So, Freunde, wir machen jetzt einfach mal diesen letzten Power-Mond, ne, hier. Feier ist mit dabei. Ja, Leute, ich habe gerade nachgesehen und es ist an Asozialität, also an höchster Stelle. Und ich würde mal sagen, wie würde jemand sagen, ein Let's Player, den jeder kennt, Nintendo hat zu Drogen im Spiel. Das glaube ich aber jetzt, glaube ich, auch. Junge, das hatten die schon ganz Zeit, Alter. Das ist kein Witz. Na, ihr habt ja da vorne ja gerade gesehen bei der leeren Fläche mit den zwei Steinen. Dort war ja auch ein Mond, den habe ich ja. Ja, das ist der einzige, der mir noch fehlt hier. Das ist der einzige, der mir fehlt hier. Ja, ja, ja. Also Joker ist schon weiter als ich. Also ich habe mir das erst vorgestern ausgeliehen, das Spiel. Und ich weiß ja nicht, wann das kommt. Deshalb. Ja, ich sag dir jetzt mal den Sprung, ne? Ich hab dir doch gesagt, es gab doch so einen geilen Sprung. Ja. Warte mal. Hast du es gesehen? Alter, was ist das denn für ein Hecksprung? Haha. Sowas benutzen wir bei Mario 64 Hecks, Alter. Ja, den brauchst du sogar, weil sonst kommst du nicht weiter. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich hab hier sogar einen Hinweis, ne? So, okay. Ah, warte, ich sehe den sogar. Ist das damit gemeint? Nein. Ist das hier? Nein. Ja. Ja, nee, hier habe ich es mir auch nicht gedacht. So, warte mal. Hier ist der Boden ein bisschen anders. Oder wobei, hier ist der Boden gleich. Okay, nee, das hat nichts mit dem Boden zu tun. Oder wobei, wir gucken mal. Guck mal, da ist der Boden ein bisschen anders. Hm. So, und außerdem ist da auch ein Loch in der Wand, warum auch immer. Ha, ha, ha. Ich glaube, hier ist er irgendwie. Ich verrate nichts, also. Wobei, hier ist doch. Warte mal. Sag mir nicht, die Entwickler wollen. Erlösen? Nee. Es ist nicht dort. Es ist nicht dort. Bei dieser Ebene ist es nicht. Ja, okay. Komm. Warum erlöst du mich? Dann ist das hier oder was? Nein, geh einfach weiter nach rechts. Geh zum Ziel. Warte mal. Nee. Ja, die haben das so asozial gemacht und. Jetzt darfst du noch mal Spaß mit den Ketten unten haben, dann bekommst du's. Viel Spaß. Na, wie asozial ist noch ist was? Das, ne? Nein, nein, ist nix. Junge, wie kommt man auf so eine Hundescheiße? Ja, er hat mir gerade den Mond gezeigt von den Hutland dort zwischen den Blöcken da. Genauso habe ich auch gerade reagiert. Also, Freunde, die Entwickler haben irgendwas im Spiel. Und ja. Ja, Joker. Junge, kann er den jetzt mal treffen? Ja. Weißt du was? Ich nehme den jetzt einfach. So. LOL! Was denn? Hä? Hab ich den Mond jetzt aber? Ja, keine Ahnung. Oha, so wenig Münzen sammeln wir mal Münzen. Ne, ich hab ja alle ausgegeben, hab ich dir doch gesagt. Ja, und mehr sammeln jetzt. Alles sammeln. Was sagst du zum Hecksprung? Ja, der Hecksprung. Wobei, wenn man hier die ganze Zeit so weiter nach rechts gegangen wäre, bestimmt.
Ja, guck, so sieht man das ja nicht. Ja. Du musst da springen. Beschiss. Habe ich jetzt die volle Punktzahl? Nee. Nein. Ja. Du musst das mit dem machen, weil du kratzt uns ja. Hä, aber wie soll denn das funktionieren? Ja, also. Du musst ja mit dem da den anderen treffen. Ja, guck mal, was er macht. Ja, also Freunde, es ist nachts und wir sind da am Verzweifeln. Ja, wie soll das denn gehen hier? Ja, okay. So haben wir uns gegenseitig geholfen. Ich weiß jetzt, wo der war und er hat mir gesagt, wo der war. Ich hab dir jetzt nicht genau gesagt, wo der war. Ich hab nur gesagt... Ja, dort und dort. Könnt ihr wissen. Und ja, ich bin ja auch gerade. Warum hast du jetzt Musik angemacht? Ja, so, wir haben jetzt hier auf jeden Fall... Ja, müssten eigentlich jetzt die... Ja... Ich glaube, mehr kriegt man auch hier. Man kriegt, glaube ich, gar keine Hinweise mehr. Ich muss das mit den Dinos auf jeden Fall. Also ich finde das auf jeden Fall asozial. Dieser Mond, der ist auf jeden Fall komplett asozial. Dumm, scheiße, bastardig versteckt. Muss man an der Stelle einfach sagen. Ich guck jetzt mal. Ja. Ich guck jetzt aber trotzdem mal. Ich will jetzt mal wirklich wissen, ob es hier noch irgendwas gibt. Wenn nicht, dann geht's auch eh gleich weiter erstmal. Mit dem Vogel. Ne? Ich bin ja nur für diesen Abschnitt hier dabei, um Jokers Reaktion mal zu sehen, ja. Ah, guck mal, der hat keine Hinweise mehr. Genau, das heißt, es gibt hier keine mehr. Na dann. So, jetzt brauche ich hier den Dino. Alles besiegen hier, ne? Wir spawnen ihn nicht. Ich glaube nicht. Na gut, aber ich würde sagen, das war's erstmal für diesen Part... Was heißt hier Parts? Ja, man sieht sich eh gleich wieder. Wir tun den jetzt einfach noch hier rein, den asozialen. Ich bin es extrem am Suchten, wenn ihr das da seht. Also ich bin es auch extrem am Suchten. Also eigentlich haben wir jetzt... Dürften eigentlich jetzt die ersten zwei voll haben. Wobei, hier fehlen noch vier lila Münzen. Okay. Ja gut, die versuchen wir irgendwann schon noch, wenn wir hier wieder hinkommen. Ja, man sieht sich aber erstmal. Ich gehe jetzt erstmal wieder zurück zur New Donk City. Ja, also Leute, bis dann. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao, ciao. Also auf jeden Fall asozial versteckt, komplett asozial. Wie kommt man auf so eine Hundescheiße? Auch wenn Feier mir den jetzt ein bisschen leichter ja, gemacht hat. Ich wollte dich nicht leiden lassen, so. Du hast mich leiden lassen, aber ich lass dich nicht leiden. Weil ich hätte ihn auch selber gefunden, bestimmt. Ja klar, nach Stunden, aber... Nasse ist kurz und schmerzlos überstanden.